Meter stehen ein für die zweijährigen Pferde. Etwas versäumt am Start hat sich Director Dancer mit Diamond Carty in zweiter Spur zu sehen. Auch Nela Moore, das Feld tendiert an die Außenseite. Diace hatte einen guten Start, auch Garina und Proud Rose. Mehr in der Bahnmitte dann Run on Fire an vierter Position vor Wake Forest mit Lena Moore. Und dahinter Diamond Carty, deutlicher der Abstand bis zum letzten, bis zu Director Dancer. Die Kandidaten haben die Außenrails erreicht, wie immer auf der Zielgeraden, hier noch begarten auf der geraden Bahn. Vor allem durch die Senke geht es in diesem Augenblick hindurch. Garina hat die Spitze. Garina wird außen begleitet von Diacia. Dann Proud Rose. Hinter diesen dreien liegt dann Wake Forest. Mehr in der Bahnmitte sehen wir Run on Fire. Und dann in der dritten Linie sehen wir Diamond Carty mit Nela Moore an der Außenseite. Diese sind dicht beieinander. Director Dancer folgt deutlich zurück. Die 500-Meter-Marke ist gleich erreicht. Und Garina hat die Spitze. Garina und außen sehen wir Diacia. Dann Wake Forest in sehr guter Haltung mit Eddie Pedrosa. Mehr an der Innenseite dann Proud Rose mit Philipp Minarik schon bei der Arbeit. Dahinter Run on Fire. Und sehen wir ganz außen jetzt Wake Forest die Spitze nehmen. Wake Forest mit Eddie Pedrosa. Der muss sich noch nicht so wahnsinnig bemühen. Der wird noch nicht so richtig warm. Wake Forest verabschiedet sich hier an der 200-Meter-Marke ganz außen. Da kommt wohl keiner mehr ran an Wake Forest. Wake Forest ist hier deutlich voraus vor Garina. Dahinter auf dem zweiten Platz mit Proud Rose im Endkampf um die Platzierung. Aber vorne ist Wake Forest ein überlegener Sieger. Zweiter wird im Zielfoto vielleicht innen. Proud Rose vor Garina außen, aber Zielfoto. Dahinter dann Diacia vor Diamond Carty. Dahinter Run on Fire mit Nela Moore und letzter Director Dancer. Wir sahen das dritte Rennen, Preis der Raab Karcher, Baustoffe für die Zweijährigen über 1400 Meter auf der geraden Bahn. Hier die vorläufige Dreierwette zum dritten Rennen.